Wir beginnen jedoch mit einem Namen, der uns in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt hat. Max Eberl ist unser erstes Thema und dort müssen die Bayern aufpassen, denn nach unseren Informationen gibt es noch einen anderen Verein, der sich mit ihm beschäftigt, und zwar Liverpool. Liverpool hat gerade folgende Situation. Jörg Schmadtke, das wissen Sie alle, ist als Sportdirektor bei dem Verein von Jürgen Klopp. So kann man es ja fast umgangssprachlich formulieren. Allerdings ist es nur ein 6-Monats-Vertrag, erstmal bis zum Jahresende. Und nach unseren Informationen beschäftigt sich Liverpool mit Max Eberl. Es gibt da auch einen gemeinsamen Hintergrund. 2022 beim Europa-League-Spiel zwischen Glasgow Rangers und Leipzig hat es schon mal ein Gespräch gegeben zwischen dem Liverpool-CEO Billy Hogan und Max Eberl. Da ist man sich ganz unverbindlich mal über den Weg gelaufen und ein bisschen näher gekommen. Und jetzt also ein möglicher Konkurrent für den FC Bayern, Herr Reif. Eberl und Liverpool, Ihr erstes Gefühl, wenn Sie das hören? Und Eberl und Klopp? Ja, also erstens hat er dann offenbar alles richtig gemacht und die Welt steht ihm offen nach Leipzig. Und zweitens, ich frage mich nur, Liverpool, Klopp, also ich meine, Schmadtke, Bundesliga, Eberl, Bundesliga. Also so doll ist die Bundesliga jetzt nicht das Maß aller Dinge in anderen Bereichen für die Engländer. Die halten die Premier League für also mindestens 2 Klassen besser. So, jetzt geht ihnen der Nationalmannschaftskapitän, Harry Kane, geht ihnen darüber, über den Kanal, wohin Bundesliga, das ist ja Irrsinn, haben die insgesamt schwer dran zu kauen und jetzt nach Schmadtke den nächsten aus der Bundesliga holen, Klopp. Also zumindest eine spannende Personalie, denn also die haben ja manchmal das, oder erweckt den Eindruck, als hätten sie den Fußball neu, nochmal erfunden, die Engländer. Aber von dem, was er kann, und so nochmal, der hat ja was auf der Uhr. Und die suchen für das viele Geld, was sie nicht ausgeben. Klopp sagt ja immer, das ist ein Irrsinn, mache ich nicht mit. Wenn man dann mal unterm Strich guckt, es sind dann doch schon 2-3 Pfund, die da über den Tisch gegangen sind. Und der muss ja Umbruch machen. Ja, die Bayern sollten zügig ans Werk gehen. Inwieweit glauben Sie, dass auch bei Liverpool registriert wurde, dass der Transfersommer bei Leipzig ja offenbar dann auch beim Einkaufen ein, so sieht es aus, guter bis sehr guter gewesen ist? Ja, und da gehen ja einige. Von Leipzig ging ja der ein oder andere auch nach Liverpool. Und wie da verhandelt wird, das merken sich ja Leute. Es geht ja nicht um irgendwelche Haltungsnoten, sondern wie ist der im Umgang, was für Ideen hat der, wie diskutiert er im Vorfeld eines Transfers, wie wickelt er den ab? Ein ganz einfacher Parameter, das ist bisher eine Jobbeschreibung. Er soll ja da nicht hingehen und Eberl kommt, sondern Max Eberl mit dem Berufsbild. Ihre Antwort ja. Die brauchen. Jörg Schmadtke weißt du ja nie, wie viel Lust hat er noch? Bis zu Weihnachten oder danach, was macht er dann? Oh, weiß ich nicht. Die Begrenzung des Vertrages deutete ja schon darauf hin, dass man hier jetzt nicht gemeinsam alt werden möchte. So. Und er hat seine Familie, das ist ihm wichtig, der ist genug um die Welt gezogen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal gab, einen Managervertrag, der nur 6-7 Monate lief. Sehr ungewöhnlich und schon sehr. Mit dem ist er aber nicht nach Liverpool gegangen, sondern die haben gesagt, kannst du es dir so vorstellen? Ja, glaube ich schon. Ich mag Jörg Schmadtke gern und ich fand das überraschend, aber das zeigt, dass er auch nicht alles falsch gemacht haben kann im Laufe der Jahre. Und wir waren ja alle überrascht, dass Max Eberl auf der aktuellen Länderspielreise mit dabei ist in den USA, wenn man hört, dass Liverpool ihn auch auf dem Zettel hat und sich zumindest damit beschäftigt, ob er eine Lösung sein könnte. Dazu passt auch, dass die Besitzer von Liverpool, die Fenway Sports Group, ja in den USA sitzt. Und ein Eberl, der da jetzt 10 Tage rumläuft, um es mal so zu sagen, vielleicht verbindet man das. Die New England Patriots, glaube ich, ist Fenway Group, wo die Nationalmannschaft gerade auf dem Gelände trainiert. Insofern eine zufällig große räumliche Nähe. Man wird sich schon an irgendeiner Ecke, wenn man möchte, über den Weg laufen. Das hat die Vergangenheit gezeigt, meinen Sie. Wenn man reden möchte. Wenn man reden möchte, kriegt man es hin. Wenn man nicht reden möchte, kriegt man es auch hin. Aber was meinen Sie, löst das bei den Bayern aus, wenn Sie mitbekommen, dass Eberl ja bei einem anderen Verein Thema ist, der ja Augenhöhe ist da, denke ich, die richtige Formulierung darstellt? Und das könnte Dinge beschleunigen? Ja,
Na klar, also irgendwann möchten die ja dann auch wissen. Oder Max, unterschreibst du bei Liverpool und 9 Monate später kommst du doch zu uns? Nein, das glaube ich, das geht nur einmal so. Wie mit Leipzig und Folge. Also ein gewisser Handlungsdruck, ja. Und alles, was du aus München hörst, so wie das Organigramm sich da jetzt so zurechtruckelt, wer da wo seinen Platz hat, welche Zimmer bezogen werden, kann ich aber euch gerne mehr nachlesen, wer aus welchem Fenster rausgucken kann. Ein Raum soll noch leer stehen, oben auf der Chefetage. Und natürlich ein Sportdirektor, wie haben wir gesagt, ein Gegengewicht zu einem Trainer. Muss ja nicht Tuchel sein, aber egal zu welchem Trainer, eine Figur, die dann sich um die sportlichen Dinge kümmert und nicht nur Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge immer noch. Uli Hoeneß haben wir später in der Sendung nochmal auch mit einer Aussage zu Max Eberl, das glauben Sie. Tut uns ja den Gefallen, die Bundesliga-Pause weiterhin zu versüßen. Wohl. Also Max Eberl, Leipzig oder Bayern, wir bleiben für Sie dran. Liverpool oder Bayern, Leipzig glaube ich. Absolut, Leipzig hat sich in dem Fall erledigt, die vergangene Situation. Also Liverpool oder Bayern, rote Trikots würden es auf jeden Fall werden. Und wir bleiben für Sie dran, heute auch über den Tag, wenn es da weitere Entwicklungen gibt.